Willkommen bei IJMBS. Heute mache ich mein Praktikum bei der Herr Specht GmbH AG und Co. KG mit beschränkter UG haftungsbeschränkt. Und da nehme ich euch heute mal ein bisschen mit. Guten Tag, mein Name ist Specht und das ist mein neu gegründetes Unternehmen, die Herr Specht GmbH AG und Co. KG. Mit beschränkter UG, haftungsbeschränkt. Hier ist auch mein neues Firmenschild. Das muss ich noch anbringen. Guten Tag, Herr Specht. Ich bin der neue Praktikant. Ach, Sie sind das. Ja, was mache ich jetzt eigentlich mit Ihnen? Ja, also, was macht denn Ihre Firma eigentlich? Das kann ich Ihnen erklären. Ich habe hier in einem Online-Shop eine Kaffeemaschine mit Timer entdeckt. Aber ich fand, die ist zu teuer. Deshalb habe ich mir eine günstigere Maschine besorgt und sie mit einer Zeitschaltuhr erweitert. Die Funktion ist die gleiche, aber wesentlich günstiger. Weitere Informationen gibt es auch auf meiner Internetseite. Dafür habe ich mir extra eine Visitenkarte in Übergröße drucken lassen. www.herrspecht.gmbh.ag/KG mit beschränkter UG haftungsbeschränkt stellt eine günstige Kaffeemaschine mit Timer her. Günstiger als bei anderen Online-Shops. Bei uns ist Kaffee Chefsache. Das bin nämlich ich, Herr Specht selbst. .de.es.com.org.net.co.uk.tk. Und das war die Kaffeemaschine, die war mir zu teuer. Das habe ich jetzt selbst gemacht. Und jetzt wollen Sie also hier diese Kaffeemaschinen verkaufen. Ob das funktionieren wird? Nicht Kaffeemaschinen, sondern nur Kaffeemaschine. Ich habe ja nur die eine hier. Ach so. Und wenn die weg ist, was machen Sie dann? Da denke ich jetzt noch nicht dran. So weit sind wir ja noch nicht. Na gut, ja, was soll ich denn jetzt machen als Ihr Praktikant? Was können Sie denn? Einmal so gefragt. Naja, ich kann ein bisschen Beatbox. Das war ja nicht schlecht. Das hilft mir nur gerade relativ wenig. Also normalerweise würde ich sagen, machen Sie mal Kaffee. Das ist doch eine gute Praktikantenaufgabe. Aber Kaffee ist ja natürlich Chefsache. Deshalb geht das nicht. Verstehe. Ja, soll ich vielleicht mal den Computer hier anschalten? Nein, den brauchen wir nicht. Der ist eh gar nicht mehr eingesteckt. Ich führe Ihnen mal meine Maschine vor. Also Wasser ist schon drin und Kaffee ist auch schon drin. Und jetzt muss ich nur noch die Zeitschaltuhr einstellen und dann geht es schon los. Oder auch nicht. Das rote Licht ist an. Schön. Und wird jetzt dann automatisch also Kaffee zubereiten. Ja, das hoffe ich doch. Damit man also morgens quasi schon mit Kaffee geweckt wird. Genau, den Kaffeegeruch frisch in der Nase. Frisch gebrühter Kaffee. Da tröppelt es schon. Und wie es duftet. Ja, das ist natürlich
beeindruckend, aber was soll ich denn jetzt machen? Sie können wieder gehen. Sie stehen mir nur im Weg rum. Verschwinden Sie einfach wieder. Ja, und was schreibe ich dann in meinen Praktikumsbericht? Da schreiben Sie einfach, er kam, sah und ging wieder. Na gut, dann tschüss. Bis denn, Antenne. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!